Wir reden über Autos mit jede Menge Spaß. Herzlich willkommen zu Voice Over Cars. Hallo und herzlich willkommen zu Voice Over Cars und heute sprechen wir über den Nissan Pulsar. Ich fahre den Nissan Pulsar hier mit dem 1,2 Liter Turbo-Benziner. Der hat 115 PS und leistet 190 Newtonmeter. Gekoppelt ist das Ganze an einem manuellen Sechsganggetriebe. Und wenn wir jetzt über den Fahreindruck reden wollen, da muss ich dann einfach mal so sagen, der Nissan Pulsar ist ein Fahrzeug in der Kompaktklasse und kein Sportwagen. Dementsprechend habe ich hier gar keine direkte Lenkung erwartet. Die Lenkung ist auch nicht sonderlich direkt. Das Fahrwerk dafür komfortabel. Ich habe hier wirklich fantastische Raumverhältnisse. Kann ich nicht anders sagen. Ausreichend Platz vorne, ausreichend Platz hinten und selbst größere Personen dürfen in diesem Fahrzeug keine Raumprobleme haben. Das gleiche gilt auch für den Kofferraum. Ne? 385 Liter, damit hat er mehr Platz als der aktuelle Golf 7. Das nur mal, um das Ganze so ein bisschen einzunorden hier. Zum Fahrverhalten her kann ich sagen, Fahrwerk ist komfortabel. Ja, das manuelle Sechsganggetriebe könnte mir so ein bisschen kürzer sein, ein bisschen knackiger sein, aber allen im allen macht das hier einen ganz guten Job. Die Bremse ist ausreichend groß dimensioniert und lässt sich auch fein dosieren. Und wenn ich am Fahren selber überhaupt irgendwas zu meckern hätte, dann ist es tatsächlich, dass die C-Säule mir ein Ticken zu breit ist, so dass ich da hinten nicht ganz so gut über die Schulter was sehen kann. Und da würde ich mir natürlich wünschen, ich hätte jetzt hier diese 360-Grad-Kamera verbaut. Habe ich in unserem Fahrzeug jetzt hier leider nicht drin, kann ich euch dementsprechend leider nicht zeigen. Finde ich ein bisschen schade. Gibt es aber. Und deswegen ist das auch tatsächlich meine Empfehlung. Kauft euch dieses Nissan Safety Shield mit dieser 360-Grad-Kamera, dann habt ihr die Vogelperspektive. Denn ansonsten ist dieses Auto hier wirklich gerade zu dem Preis schon fast ein Golfkiller. Was zu kritisieren habe ich natürlich trotzdem. Gerade in puncto Kinderfreundlichkeit muss ich einfach sagen, gut, die Fensterheber, die elektrischen, die verfügen über keinen Einklemmmechanismus. Das liegt daran, dass sie auch über keine Automatik verfügen. Kann ich aber nicht gelten lassen, da muss einfach auch so ein Einklemmschutz rein. Des Weiteren fehlt mir hinten für die Kinder eine Beleuchtung. Ne? Die ist einfach nicht vorhanden. Die Gurtpeitschen sind mir nicht stark genug. Und wenn Kindersitze montiert sind, haben die Kinder es da teilweise wirklich schwer, sich anzuschnallen selber. Was ich noch kritisieren möchte, ist der Punkt, dass die Sitzpolster da hinten nachgeben. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Tochter anschnallen muss und ich knie mich auf den Sitz, da kann es schon mal sein, dass ich in den Fußraum rutsche. Und das ist nicht wirklich angenehm. Ansonsten kann ich über den Wagen hier wirklich nur sagen, zu dem Preis ist das ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis und wer mit den gerade von mir angesprochenen Punkten ganz gut leben kann oder vielleicht gar keine Kinder hat, der sollte sich dieses Fahrzeug hier wirklich mal anschauen. Das war's auch schon. In der nächsten Folge, da werde ich eure ganz höchstpersönlichen Fragen beantworten und wenn ihr Fragen habt zum Nissan Pulsar, dürft ihr natürlich gerne kommentieren. Ansonsten macht es auch Sinn, diesen Kanal zu abonnieren und ansonsten würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Voice over Cars. Und das war's.